Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. In der letzten Folge waren wir in diesem Horrorwald und haben uns voll verirrt, also ja, finde ich jedenfalls. Wir haben eine kleine Königin getroffen, so viel will sie immer noch sehen und ja, wir könnten zwar bei Zai warten und warten, bis die Reparaturen zu Ende sind, aber wir sind immer noch hier und ja, jetzt gehen wir einfach weiter. Ich frage auf den Schmetterling, wird schon richtig sein. Und Arcadia Garten, wunderbar. So. Ich spüre einen Bosskampf, der sich nähert. Deswegen tun wir mal irgendwie, keine Ahnung, andere, Entschuldigung, Charaktere nehmen. Ja, das sieht gut aus. Spoiler! Es kommt ein Boss. How do you know me? How do you know Facebook. How I feel? How? The stars bring life. The wind caresses. The earth embraces. Flowers bloom. Life thrives. And who disturbs that circle? Sind wir immer noch zu viele. Humans. Come, child of Phaedra. Help us kill the humans. Is that what you're after? Die, humans. Everyone. Oh, fuck. Ah. Okay, kleine Königin, ein unbekanntes Wesen, das zu seinen Füßen Kreiskraft ansammelt und manipuliert. Level 91, 34.000 KP. Mal 3. Jo, super. Warum denn nicht? Gegen was sind die anfällig? Gegen gar nichts. Okay, schön zu wissen. Das könnte ein bisschen heftig werden hier. Oha. Wir machen den schönen Schaden, das ist schon mal gut. Das heißt, sie sind schon mal einfacher als die normalen Gegner. Haben wir irgendwas von den Clown? Nö. Irgendwie immer von eine flinke Umrundung zu machen. Geht doch gar nicht, verdammt. Oh, fuck. Ich hätte mit Espel Dingen voll. Aber egal. Erstmal pariert töten. Nein, du gehst nicht auf. Cherry los. Warum geht alle immer viel Heiler los? Was soll eigentlich? Aua. Ja, das ist nicht gut. Das ist gut. Warte mal, haben wir irgendwie was alle heilt? Nö, irgendwie nicht, ne? So, komm mal her. Hab da irgendjemand, geht mal kaputt. Danke. Verdammt. Oh, das wird jetzt gleich sehr wehtun wahrscheinlich. Oh, mal. Und alles im Vollgarten. Jetzt sind da 4, glaube ich, ne? Oh, super. Nein. Ah. Wir sind nicht tot, was? Hilfe, Hilfe! Aua, aua! Aber wir sind so gut wie tot. Wieso, Richard? Wo du niemanden von hier getroffen hast. Wir schaffen es. Wir schaffen es hier alle zu überleben. Mein Gott, wie haben wir das überlebt? Aua! Nein, es wird schon wieder. What? I love you? Hat die gerade I love you gesagt? Oh, Cherry. Ich habe den Kampf ja schon
richtig mies in Erinnerung gehabt. Oh, das ist ja richtig übel. Der lässt schon wieder ihren Elf-Dingen. Voll, aua. Also, wir müssen nicht alle auf einmal kommen, ne? Reicht schon, wenn einer kommt. Und schon wieder scheuert. Warum zum Teufel folgt die so schnell? Fuck. Okay. Und Richard, jetzt ist Richard tot. Super. Ja, und wir sind auch tot. Mein Gott, das sind viel zu viele. Ach man. Ja, wir sind tot. Ja, wir sind tot. So, niedriger als schwer gehe ich aber nicht. Ja, gelacht. So. Ja, gelacht, ey. So. Göttlicher Eroberer. Haben wir auch mal gesehen. Mein Gott, da sind schon wieder vier. Kampf schon immer? Vier direkt? Okay, jetzt scheinen wir ja wenigstens zu überleben. Da wäre schon gleich tot, du. Oh nein, Hilfe. Nein, warum auf mich? Hilfe, Hilfe. Aber kannst du mal aufhören, mich kaputt zu komboen? Ist das überhaupt ein Wort ist? Gut so. Ja, du bist noch angeschlagen. Ist gut. Bei niedriger als schwer gehe ich nicht. Bis jetzt bin ich noch nie niedriger als schwer runtergegangen. Das habe ich auch nicht vor jetzt. Ah, ich habe ja heilig. Gut so. Ah. Kommt trotzdem neue voll aufs Maul. Da kommt direkt die nächste. Ah, nein. Richard, kriegst du deinen auch noch voll? Haben jetzt zwei gleichzeitig Dings eingesetzt. Oha. Du. Nein, warum? Aber gut so. Ja, verdammt, wenn ich mich einsetzen müssen. Zack. Gut, die eine ist noch voll frei. So. Was hat schon? Ah, super. Okay. Ei, ei. Hätte ich doch nicht auf schwer schalten müssen, anscheinend. Einfach nur wie überkloppt Tränke des Lebens einsetzen sollen. There's no end to them. Sophie, no! Come back! Come, child. We. All of us. We will ease your loneliness. Stay with us. Forever. An eternity. Without sadness. Eternity without sadness. Sophie, no! Humans. Don't. Oh, this is bad. Die. Okay. What?
It's Lambda. Lambda protected us? Ich hätte auch diesen Schild einsetzen können. We await you, child of Phaedra. She's waiting. Come on, Sophie. Oh, okay. Na, komm einfach. Komm einfach mit dem Typen, mit dem leuchtenden Auge. Mit, hier gibt's nichts mehr, okay. Okay, der Kampf war doch schon ein bisschen. Also auch böse war der verdammt schwer, aber auch schwer war der. Bäh. Ich mir doch schon wieder gewünscht, dass er ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Aber egal, man kann ja nicht alles haben. Weil überhaupt für ein verdammter Levelsprung ist. So, wo landen wir, wenn wir jetzt hier hingehen? Ja, ich frag mich ja. Hey, da ist auch unser Shuttle. Du willst mich doch verarschen. Also ich musste ganz umsonst durch diesen Horrorwald gehen, ey. Warum denn auch nicht? Napsei. Klar, was denkst du eigentlich von Sai? What should we do now? I kind of want to check out the data I took from the lab. Then perhaps we should return to Telos Aztu. Das könnten wir machen. I think some rest will do us all a world of good. You must be tired too, right, Sophie? You should get some rest. Aspel? Right. Let's go back to Telos Aztu. Oder auch nicht. Skid, okay. Ja, ich muss jetzt einsteigen, okay. Alles klar. Jetzt mal wieder neu ausrüsten. Warum habe ich keine Dings verbraucht? Das stimmt da nicht. Okay, wir könnten nach Telos Aztu gehen. Ich glaube, wir haben auch genug Zeit. Gehen wir erstmal nach Telos Aztu, genau. Should we examine the data first? There's probably a machine around here that can play it back. Are you thinking about what that girl said? Don't be fooled by her words, Sophie. They were designed to lower your defenses. Hey, why don't you come rest with me? It's okay. I'm fine. But... Okay, but if you need anything, just ask. So, bevor wir aber hier weitermachen, betrachte die Daten. Wo sind diese Typen, die mir diese Dingens hier, diese Kopie-Titel geben? Da hat sich andere in Hubert oder irgendwie so verwandeln können, weil ich habe da wieder ein paar angefertigt. Ich kann mal allgemein gucken, ob ich da noch was anfertigen kann. Ich habe ja einige neue Sachen erstellt. Hier, du, ne? Nee. Ha, wo denn? Vielleicht du oder was? Ja. Natürlich wieder in der Etage, wo ich als letztes nachgucke, ne? Hier, ne? Von wo kam ich nochmal? Ich glaube, hier ist richtig, ne? Hallo? Okay. Rollenspiegel fertig? Okay.
Mir sitzt 6 Stück. 3, da passt doch. Vielen Dank. Sophie Imitator. Sophie Kopie. Betreibt sich das gruselig. Sophie Duplikat. Sophie Replikantin. Sophies Dublett. Jetzt können sich alle in Sophie verwandeln. Okay, wer will sich alles in Pascal verwandeln? Auf jeden Fall Sherry. Warum auf jeden Fall Sherry? Ich wollte eigentlich hier bald machen. Esper. Einfach so. Ich ein paar neue Titel. Er ja, kann sich hier schon in Sophie verwandeln. Mal direkt ausrüsten. Habe ich da eigentlich schon mal gezeigt. Bestimmt schon einige hiervon hochgelevelt. Vor allem die Bonus sind auch gut. Was? Nein. Sophie ist Doublett. Ich kann sich schon in 3 verwandeln. Ist am besten, wenn ich irgendwo noch Tavernenangebote hier reinbringen könnte. Aber ich glaube, ich habe keine mehr übrig, ne? So wie das aussieht. Der Illusionist, Bock, geh mir weg mit dem. Ich kann ihn nicht herstellen. Mystische Verlockung, da kann ich abgeben. Also Reichstrab. Brutaler Kristall. Ist brutal. Er ist brutal. Okay, dann gehen wir noch mal hier beim Shop gucken. Ich allgemein, ich kann bestimmt noch einige von denen herstellen, ne? Mal gucken. Ich, da muss ich irgendwann farmen, weil kann man als einziges nur im Future Arc farmen. Deswegen muss ich die auf jeden Fall mal irgendwann alle sammeln. Oh, das sind Danzos Panzerhandschuhe, okay. Boah, schon beinahe. Sehr gut. Danzos Panzerhandschuhe. Legendäre Panzerhandschuhe aus dem Osten, die den Ninja Danzo gehörten. Mein Gott, sind die billig. Also asiatische Waffen gibt es viele, ne? Warte mal, ich wollte eigentlich jetzt hier dualisieren, ne? Gibt es viele von denen, die in diesem Spiel irgendwie so eine Anspielung auf Asien haben. Metroid, abgründige Figurine. Ja toll, eine nur. Mehr nicht. Und tun wir irgendwas random herstellen. Mondklaue. Nicht, warum sind die grün? Egal. Brutalen Kristall können wir noch abgeben. Machen wir das. Ja, das ist schon. Dann nehmen wir mal das hier. Daten. Das hier, dann das hier, dann das hier. Ich alle nicht über fahren können, ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Dann kann man Kombos fahren, also Kombo-Titel. Ist mal gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Dann kriegt man die Titel, die man für 100 Dingens braucht. Für 100, die man kriegt, wenn man, doch, nehmen wir das hier. Man kriegt, wenn man, keine Ahnung, mit einer 100er Combo irgendwas tötet, und das ist verdammt schwer. Wo sind denn jetzt? Muss ich noch mal die Dinge suchen hier für Malik. Das war falsch. Ah. Verschwenden wir mal etwas Zeit. Geil, ne? So, war das richtig. Aber wenn ich jetzt hier mit der Story weitermache, dann kommen erstmal wieder verdammt lange Cutscenes, wenn ich mich nicht irre, und darauf, ist jetzt nicht so prickelt. Ich habe nämlich nur 10 Minuten. So, wer will sich in Malik verwandeln? Stimmt. Pascal. Einfach so. Soll einfach mal gucken, wer ihr neu wenigsten Titel hat zur Verfügung. Kann ich einfach in so viel verwandeln? Und er auch.
Dann übernimmt er auch alle Arts und das ist richtig geil. Was kann man denn noch machen? Ich muss den Dingens hier noch abgeben, ne? Hier die mystische Verlockung. Mach mal das mal. Kiras, die müssen wir auch noch irgendwann machen. Future müssen wir die auch noch machen, stimmt. Gerd hatte ich schon. So, Titel habe ich alle so griffbereit gemacht. Warum ist bei dir, glaube ich, sein Grund, ne? Okay. Gehen wir die mystische Verlockung ab. So. Jetzt haben wir wieder keine Quests übrig. Illusionist, geh mir weg mit dem. Den krieg ich einfach nicht hergestellt. Ja, genau, wir könnten mal zum Seebad gehen. Ich bin irre. Vielleicht gibt es da noch irgendwie was. Okay. Also nicht. Ja, war mal baden. Bei mich zu erinnern, gab es hier nicht irgendwie was auch noch zu tun? Aber anscheinend noch nicht. Verdammt. Da bin ich zu früh hier. Wenn ich mich nicht irre. Was kann man denn noch machen in den nächsten 10 Minuten, ey? Wenn ich jetzt mit den Cutscenes anfange, dann schaffe ich das nicht mehr. Das hätte ich auch vorher nicht mehr geschafft, weil das dauert lange. Also diese typischen vorfinalen Kampf-Cutscenes irgendwie, die dauern verdammt lange. Was könnte ich denn auch machen? Warte mal, mir fehlt eine Dingens. Fehlt eine Entdeckung, wenn ich mich nicht irre. Jetzt mal irgendwie nachgeguckt. Bei meinem alten Spielstand. Irgendeine hier in Severed war. Irgendwie so Rohre oder so. Hab ich anscheinend auch verpasst. Soll man wirklich irgendwie so Notizen aus dem Internet oder so rausholen? Also irgendwie so Rohre oder so habe ich hier verpasst, glaube ich. Die waren draußen. Ich glaube, ich weiß auch was. Natürlich war ja draußen, aber ja auch ein Bild draußen. Ich glaube, ich weiß aber, wo genau das war. Der Mädchen ist nicht mehr hier, ne? Oh, Quest. Kommt da wie gelegen. Hello Pascal, do you remember me? I'm Sagan. It's been a while. Oh, hey, Sagan. I know I'm all behind the times and stuff, but big congrats on the wedding. But why is Fair Ma asleep? She not feeling well? Well, actually, we're going to have a baby. Oh, how wonderful. Is she hurt? Lately, Fair Ma has found it difficult to eat. I tried to convince her that she must, for the sake of the child, if nothing else, and yet... It's unusual to hear of a woman losing her appetite this far into a pregnancy. Lately, she seems to be having trouble even getting out of bed. Come on, Sagan! You're gonna be a daddy soon! That means you gotta step up your game! Honestly, this all just happened so fast. We only decided to marry after we found out about the pregnancy. Da ist vorm Future quasi schon schwanger. Nicht wahr? No, I'm okay. I just worry that I'm not fit to be a mother. If you give birth, doesn't that make you a mother? It takes more than that. I have to protect the baby and make sure to raise it right. So what about a father? Do you have to give birth to be a father? Huh? Is that why you're upset? Sagan.
It doesn't quite work that way, Sophie. Men don't give birth. Sagan becomes a father when Fermat gives birth. Oh. Wenn man das so formuliert, macht es irgendwie gar keinen Sinn. You've never seen a baby before? Not really. How interesting. I'm sorry, you'll have to excuse Sophie. She says strange things sometimes. No, it's all right. In fact, I feel much less worried than I did a few minutes ago. Really? I'm sorry, Sagan. I think I've been taking you for granted. I've been so worried about motherhood, I never considered that you might be equally concerned. It's me who should apologize. You're the one carrying the lion's share of the burden. From now on, we'll face our problems together, for the sake of our child. Yes. You'll have plenty to eat now, little one. I promise. Who are you talking to? To my baby. Would you like to try? Hello. It didn't answer. I don't think it likes me. Of course it does. It was quite a response, actually. Here, put your hand on my stomach. Oh, it's moving. See? That's how it communicates. In fact, right now, I think it's hungry. I can get food. What does it want? Maybe some chocolate. The kind from the Amarcian Enclave. The stuff from the fountain? Okay, let's go to the fountain. Come on. Wir haben Schokolade dabei, Sophie. Hey, wait a sec. That's your favorite food. Well, as long as you're feeling better. I guess we're off to the Amarcian Enclave. Warte, wir müssen echt da hin? Sorry for the trouble. Take care. Wir haben Schokolade dabei. Okay, komm her. Wir haben Schokolade. Mit und mit ohne Nüssen. Grandma, we brought you some chocolate. Oh, thank you. It smells divine. What's wrong, Grandma? I think it's time. Oh my gosh, what? What do we do? Like, help! Rennen und in Panik ausbrechen. Call a veterinarian! Call someone! I don't think there's time! This is bad. Everyone, stay calm. If you keep yelling, the baby won't come out. Sophie's right, in her own way. Just keep your heads on straight and we'll all be fine. If it comes to it, I'll deliver the baby. What? Sharia, can you do that? Well, I saw several births while working in the relief organization. And besides, it's not like you're going to do it. I can help. Thanks, Sophie. Okay, hold on. Wait, we need like hot water and stuff, right? Right. Can you boil some? You got it. Right, and I'll go try to find a doctor. What can I do? Let me think. Sheets, clean sheets, as many as you can find. So if you need me, I'll just be outside. No. You have to stay here with Fermat. That's right, mister. You aren't going anywhere. Sagan! My God. Hold on, Fermat. I'm right here. It'll be all right. You'll be great, Sharia. I believe in you. Thanks, Sophie. Push, Fermat. You're almost there. Come on out, baby. You can do it. It's a girl. This is just wonderful. Welcome to the world, little one. Fermat, can I touch the baby? Of course. She's warm and soft. So this is a baby.
It's okay, little one. This girl is your friend. Sagan, I want to name our new child Sophia. Sophia. It's a good name. Let's call her that. Sophia. It's a name born from my name. In a sense, you're the mother of our daughter's name. I'm a mother? Hello, Sophia. I'm Sophie. I'm the mother of your name. Ah, sehr schön. Sophia hat den Titel Patin. Okay. Haben wir auch mal das Wunder der Geburt erleben können, obwohl wir eigentlich nicht deswegen hier hingekommen sind. Wir sollten eigentlich nur ein paar Rohre suchen, aber meinetwegen. Patin, Erlandsart, Schattenmoment. Gut so. So, jetzt bin ich aber immer noch auf der Suche nach den Rohren. Hier sind Rohre. Entdeckung. Bams. Bodenlose Röhre. So. Jetzt kommen wir den Part beenden. Okay. Ich würde sagen, wir haben genug erlebt in diesem Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Crisis F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.